Eins der Wahlversprechen, die Obama machte, war, dass er die Kriege in Übersee beenden würde. Jetzt sieht es ganz danach aus, als ob der Fokus sich weg vom Krieg gegen den Terror hin zu einem Krieg gegen die Drogen verschiebt. Und dieser Krieg weitet sich jetzt aus von Lateinamerika nach Afrika. Angeblich soll Afrika die neue Drehscheibe für die Drogenkartelle sein. Die New York Times berichtet, dass das US-Antidrogenprogramm für Westafrika sich inzwischen auf 50 Millionen Dollar beläuft. Laut US-Außenministerium soll dieses Budget erhöht werden. Und jetzt hat die USA, wie berichtet, damit angefangen, Elitetruppen der Antidrogenpolizei in Ghana auszubilden. All dies geschieht, während sich Ghana in einer politischen Übergangsphase befindet. Die Ausbildung von Antidrogenpolizei soll auch in Kenia stattfinden. All dies findet auf der Basis eines Trainingsmodells statt, das auch in Zentralamerika und in Mexiko angewandt wird. Ein weiteres dieser Trainingsprogramme ist für Nigeria geplant, in der Hoffnung, dass die Polizei die lateinamerikanischen Drogenkartelle bekämpfen kann, die angeblich Afrika benutzen, um Kokain nach Europa zu schmuggeln. All dies geschieht, während Kritiker sagen, dass der War on Drugs oder der Krieg gegen die Drogen total gescheitert ist. Ein Krieg, der sehr kostspielig ist und größtenteils ineffektiv und nur einen Vorwand für die USA darstellt, ihren militärischen Einfluss weltweit auszuweiten. Um fair zu sein, muss man allerdings auch sagen, dass die Bemühungen einige Erfolge gesehen haben. Zum Beispiel wurde der Fluss der Drogen durch Honduras eingedämmt. Aber der Einsatz von Kommandos der US-Drogenbehörde DEA an der Seite von honduranesischen Polizeieinheiten hat zu Toten bei mindestens dreien dieser Einsätze geführt und wurde in der Lokalpresse heftig diskutiert. Der Grund für die Dringlichkeit des Problems geht wiederum auf den War on Terror zurück. Al-Qaida und ähnliche Gruppierungen finanzieren sich zu großen Teilen aus illegalem Drogenhandel. Und kleinere, arme Länder unterliegen insbesondere ihrem Einfluss. Genau genommen bleibt es beim Krieg gegen den Terror. Er trägt jetzt nur einen anderen Namen.